Nach den verschenkten 2 Punkten in Aalen ist für den FSV Zwickau im Duell mit Carl Zeiss Jena ein Dreier Pflicht. Für Thorsten Ziegner dürfte das Ostduell besondere Brisanz besitzen und Wolfram Puschmann weiß mehr. FSV-Coach Thorsten Ziegner meinte zur Begegnung gegen den FC Carl Zeiss Jena: Wir als FSV Zwickau freuen uns wahnsinnig auf diesen Klassiker. Es ist ein Derby auf Augenhöhe und es wird am Sonntag ganz eng zugehen. Für uns wird natürlich wichtig sein, das Tempo hochzuhalten und unsere Chancen zu nutzen. Wer über die 90 Minuten die wenigsten Fehler macht, wird als Sieger vom Platz gehen. So Trainer Ziegner abschließend. Thorsten Ziegner, mit Carl Zeiss Jena kommt am Sonntag eine Mannschaft nach Zwickau, die in der dritten Liga endlich angekommen ist. So sagt man zumindest im Thüringer Land. Das wird schon eine ganz harte Nuss für den FSV. Ja, 100%. Also ich glaube das genauso, wie es eben im Thüringer Land erzählt wird, dass Jena jetzt in den letzten Wochen leistungsmäßig, ergebnismäßig in der Liga angekommen ist, dass sie verstanden haben, was es benötigt, um eben Punkte zu erzielen. Marc Zimmermann hat dort auch jetzt so ein Gerüst gefunden, was eigentlich regelmäßig spielt, was dann auch so ein paar Automatismen ablaufen lassen kann und was dann auch hilft für das Spiel. Und nichtsdestotrotz gilt es für uns, eben diese Qualitäten, die Jena durchaus besitzt, eben so klein wie möglich zu halten, dort Jena immer wieder auf die Nerven zu gehen, ihnen nicht zu genehmigen, auch nur ansatzweise ihr Spiel irgendwie aufzuziehen oder durchzudrücken, sondern wir wollen unseren Stempel aufdrücken, wir wollen ihnen das Leben so unangenehm wie möglich machen. Wenn wir das schaffen, haben wir die Möglichkeit, guten Fußball zu spielen und haben auch die Möglichkeit, Torchancen zu kreieren und dementsprechend dann Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen. Sie haben die Qualitäten angesprochen und gibt sicherlich auch Eckpunkte, wo Sie sagen, da können wir ansetzen, da sind Sie nicht ganz so sattelfest, wenngleich wir auch ordentlich heimstark sind. Kann das dann am Ende auch den Ausschlag geben? Ja, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden werden. Welche Mannschaft weniger Fehler macht, welche Mannschaft es schafft, seine eigenen Qualitäten mehr zum Tragen zu bringen. Und deswegen, das Spiel wird auf Augenhöhe stattfinden. Ja, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft über 90 Minuten dominiert, sondern es wird sich immer so ein bisschen knapp halten, ein schmaler Grat sein, in welche Richtung das Spiel kippt. Und unsere Aufgabe ist es, das eben frühzeitig zu dokumentieren, dass es eben für Jena schwer möglich ist, hier was mitzunehmen. Danke fürs Gespräch, alles Gute. Danke.